Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Wir nehmen gleich. Ja, Leute. Ich guck mal, ob ich reinkomme, weil irgendwie geht hier gerade gar nichts. Krieg hier ständig so eine Message. You do not have permission to log in Fortnite, to play Fortnite. Habe euch schon nachgeguckt, das scheint wohl nicht nur mir momentan so zu gehen, sondern gibt wohl auch andere, bei denen das der Fall ist. Also erstmal hier im Hintergrund. Die Rose ist extra für euch. Ganz ehrlich, ja. Hammer. Also vielen, vielen Dank für 750 Abonnenten. Vielen, vielen Dank für eure Treue. Vielen, vielen Dank, dass ihr regelmäßig bei uns reinschaut. Ich find's mega geil. Ihr seid einfach nur klasse, ja. Und dann müssen wir jetzt endlich mal was für euch auch machen wieder hier. Also, hier. Ich weiß nicht, was da los ist. Wir machen jetzt einfach mal Folgendes. Ja, weil ich weiß nicht, was ich machen soll sonst, ja. Ich komme ja nicht rein im Moment, ne? Aber ich kann ja trotz allem, kann ich euch ja hier die Noten aus dem Netz anzeigen, gell? Machen wir es doch einfach so. Also als allererstes gibt es mal wieder, you do not have permission to play Fortnite. Da wieder, also. Wir machen jetzt einfach mal Folgendes, wir gucken jetzt einfach so rein, dann gebe ich so meine Noten, fertig. Also hier haben wir jetzt mal, gibt wieder eine neue Nachricht, was jetzt, gibt neuen, also was jetzt der Streamer-Mode, der wurde oder wird überarbeitet. Ja, gibt es hier diesen Streamer-Modus, also zum einen, damit man da eben nicht gestreamt, sniped werden kann. Ja. Aber Herr Sofort hat auch schon gesagt, also auf der anderen Seite ist auch die FPS-Zahl im Streamer-Modus viel stabiler. Aber also sie machen jetzt noch was anderes, weil bis jetzt war es eben so gewesen, dass du dann eben alleine anonym warst, ne, und deine Mitspieler aber trotzdem gesehen wurden, wenn sie nicht auch im Streamer-Modus waren. Das ist das gleiche in Zukunft jetzt nach dem neuen Update. Wenn du Anonymous einträgst oder auswählst, dann ist dein Name nicht zu sehen, aber der deiner Teammates. Bei Hide Other Players Names heißt das dann allerdings, dass alle Spieler, die mit dir zusammenspielen, nicht mehr zu sehen, also dass der Name nicht mehr zu sehen ist, und dann kriegen die auch solche Player 06 zum Beispiel einen Namen, ja. Jo, dann kommt eine neue Granate, die Chiller Grenade, ins Spiel rein. Das ist das hier da, und ja, Nachricht ist einfach nur: Give your enemies cold feet with this winter blast. Bedeutet also, ihr werdet die, wenn ihr die damit beschmeißt, dann sind die eben eingeeist. Ne? So. Als würden sie quasi auf dem Eis rumrennen. Ne? Aha, ich sehe da schon wieder ganz üble Zeiten auf mich zukommen. Wenn der Herr Sofort, kriege ich nicht mehr nur noch die Boogie-Bomben um die Ohren geknallt, kriege ich auch die Scheiße dann abständig vom Herrn Sofort. Naja, gut. Also. Ich weiß ja trotz allem hier über die Seite, was im Shop ist. Also gucken wir jetzt einfach mal hier rein. Was ist da momentan so am Start? Wir haben einmal den Dark Vanguard. Ja, jetzt, ich sehe jetzt hier natürlich auch die Noten gleich. Ich finde den Dark Vanguard allerdings nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Dark Vanguard kriegt von mir einfach nur 4 von 10. Ich finde den nicht prickelnd. Hier hat er 3,85 von 5, ne? So, dann haben wir hier diesen Deep Space Lander, den finde ich eigentlich cool. Der gibt von mir 9 von 10. Hier hat er 4,76 von 5. Na, und dann haben wir den Servo. Der ist jetzt auch da. So. Der Gleiter, ja, und der kriegt von mir 8 von 10. Hier hat er 4,36 von 5. 5. August 2018. Ist erstmal drin gewesen. Dann haben wir diesen Archetype. Und ich finde den nicht so toll. Also hat jetzt hier 3,88 von 5, aber ich muss ehrlich sagen, bin jetzt kein großer Fan von dem Ding da. Und ich stehe ja auch nicht auf so ein ekliges Popelgrün, ja. Deswegen kriegt der Archetype von mir auch wiederum nur 4 von 10. Ja.
Dann haben wir hier diese Kaliper-Picke. Und die kriegt von mir 7 von 10. Hier 4,36 von 5. Dann haben wir den Cloaked-Star. Der ist jetzt allerdings, ich finde den ganz nice, muss ich sagen. Von mir kriegt er 7 von 10. Hier haben wir 3,8 von 5 bei 49 Votes. Der Pumpernickel. Ich mache euch einfach mal die Melodie. Ihr kennt die bestimmt schon. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Dam, 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 dam. Bum, 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 bum. Stellt euch einfach vor, das Ding bewegt da. Bam, 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 bam. Tut mir leid, ich kann halt. Ja, ich kann nicht mehr rein momentan spielen. So, also. Das ist der Pumpernickel und den finde ich sowieso relativ cool. Der Pumpernickel kriegt von mir 9 von 10. Hier hat er 3,83 von 5. Aber den Inside Skin und den Inside Skin, ja, ich finde den jetzt, naja, ist halt jetzt nicht so der Oberbrüllerbringer, Master Disaster, Target Inside, ja, was soll ich denn zu dem Ding sagen? Ich weiß nicht. Der Inside kriegt von mir. Ja, jetzt momentan kann ich mir gut vorstellen, in der Eislandschaft ist der bestimmt gar nicht mal so schlecht. Ja, muss ich echt sagen. Ich glaube, in der Eislandschaft ist er und im Nebel ist er ganz gut getarnt, das Ding hier. Deswegen kriegt er von mir jetzt mal ausnahmsweise, aber auch nur solange die Eislandschaft da ist, mal 7 von 10, aber nur weil er wirklich gut getarnt ist dort. Ja. So, hier 3,5 von 5. So, dann haben wir die Studded Eggs. Und ja, ist wieder dieses pinke Zeugs da dran. Ich finde die jetzt nicht schlecht, die ist aber auch nicht so doll. Kriegt von mir 5 von 10. So, müsst ihr euch vorstellen, ich mache jetzt mal, ich schlage jetzt mal mit der Wump, Wump, Wump. Also ich habe jetzt mit dem Ding geschlagen, gell? So, dann haben wir den Battle Call. Der ist für mich absolut legendär. 10 von 10. Ich liebe das Ding, ich benutze das in jedem Spiel, in jedem Match, seitdem er draußen ist. Dann mache ich jetzt einfach. So, müsst ihr euch vorstellen, der steht dann da und macht. So, also. Sorry, ich muss jetzt alles hier selber machen. Die Scheiße geht ja gerade hier nicht. Also, dann, das wäre der Battle Call und der. Und für nur 200 ist das mega. Ist absolut Oberknüller, mega Hammer, Überknaller. Eine Jolly Jumper mit Skull and Bones da oben drauf, Piratenflagge. Ja, ich halt von dem Kram hier nicht so viel. Ja, und der kriegt von mir, kriegt der 2 von 10. Fertig. Hier haben wir 2,75 von 5. Dann haben wir, ach so, da sind wir hier schon durch. Das war's jetzt auch. Und sorry, tut mir leid, dass ich jetzt gerade im Moment euch nichts, ich komme nicht mehr rein. Aber ich habe, wie gesagt, im anderen Video gesehen, dass es irgendwie, dass wir jetzt nicht gebannt sind oder so, sondern dass einfach scheinbar die Server von Fortnite momentan von Epic down sind. Naja, was willst du machen? Also, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen da oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schreibt es mal rein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Sharp News mit mir, dem Herrn gleich, wo guckt der dann schon wieder hin? Also, ich habe jetzt nicht da unten auf meine Kronjuwelen geschaut. So, also, macht's gut. Ciao!